Keine Ahnung, schick mal, Yasim ist nicht hier, ne? Nope. Spielt mal Cap an, würde ich sagen, komplett die Tutti. Es reicht, wenn einer hinten bleibt, der Rest spielt hier. Können dann zur Not irgendwen hier vorschicken. Wo soll denn hinten bleiben? Soll ich hinten bleiben hier? Kannst du machen, ja. Wo ist hinten? Beim Leuchtturm wahrscheinlich. In der Gegend. Ja. Hä? Hey, YOLO? Kommt ihr mit? Sicher. Du hast YOLO gesagt. Naja, wir werden mich jetzt angehen. Warte, kill die 7, kill die 7. Stark in der Seite. Kill die 7. Zwei Schüsse noch für die 7. Ein Schuss noch für die 7. Habt ihr? Dann das 277 ist Lowlife als nächstes. Strike. Inspiration, Strike. Jetzt ein Strike, wenn du ihn hast. Achso, perfekt. Hier die beiden 60er. Wir haben jetzt eigentlich Positionen, die stehen alle unten, ne? Ja. Einfach ernten, Mann. PM. Finch, wieso schießt du denn auf den? Wieso schießt du nicht auf den 60ern? Ist er raus. Muss halt einen Meter nach unten fahren. So. Ich glaube, wir müssen jetzt nach vorne pushen, oder? Ich weiß es nicht. Wir Karl, fahren muss, Karl, eigentlich müssen wir halt, 277 da killen. Karl, push mal, ja, ja. 60 TP muss halt raus, eigentlich. Nice. Good job. Jetzt pusht Karl den 277 und ihr beide guckt nach hinten. Ja, sollten wir eigentlich haben. Jawohl, das ist doch ein guter Anfang. Der Chieftain, praktische. Was? Ja, spielen kann man ja immer noch, ne? Also auf jeden Fall eine bessere Panzerung als der KPZ. Mhm, das stimmt. Ja, und eine bessere HE vor allem. Ist die so viel besser? Wie viel Pen hat die? 120, glaube ich. 140. Okay. 140? Wenn sie nichts geändert haben. Ja, 140, stimmt, tatsächlich. Und wie viel Alpha? Oh. 550. Ich bleibe erstmal auf dem Chieftain. Okay? Legit in allem besser. Ansonsten. Gib mir den Strike nächstes Mal. Ich kann gerne auf dich draufsetzen, so, ist gar kein Stress. Dann setze ich ihn so, dass er uns nicht zum Hindernis wird. Gott. Oh, nice. Auf ein neues, hm? Eine andere Überlegung wäre gewesen, die 260er zu striken, dass die nicht kommen. Ja, die waren ja eh sehr langsam, das war auch egal. Wollen wir es wieder genauso spielen? Zwei auf den Hill, der Rest unten? Hat ja jedes Mal funktioniert bisher. Come on. Ich glaube, so easy ist es auch nicht zu cappen auf dieser Map. Nee, weil der Cap böse einschießbar ist. Oh, also, es geht schon. Also, wenn da jemand drin steht und du den nicht, nicht rauskriegst, dann ist das böse. Was ist denn, wenn ich mal einfach so fahre hier? Ist das dumm? Ja, es könnte schon dumm sein, weil viele immer hier oben spielen. Bei den Gegnern auch. Und der hat dasselbe vor wie du. Immerhin habe ich ihn gespottet. Farmt ihn einfach erstmal. Der steht safe, der ist eine. Coole. Ja, aber wenn unsere Mates mit hier hingehen. Unsere 87er. Wenn du mit da runter gehst, hittest du ihn dann vielleicht? Ja, wenn die nichts auf dem Hirn haben, dass mich zurückfahren. Oh fuck. Aimt auf den Cap! Aimt auf den Cap!
getrackt. Den Cap, Leute, schieß auf den Cap. Mach da erstmal kurz den T-110-5 da weg, der ist da voll einschießbar. Ein Schuss noch. Alter, was ist denn das? Ich hab ihn gleich. Mach den mal bitte. Die pushen jetzt rein, weil die aus meinem Strike raus wollen. Passt auf. Ja, dann push das 907. Zu geh mal einer weiter hier. Dark, push das 907. Ich geh mal aus, ich jetzt gehe dich. Gehen wir zumindest an. 367, ach komm. Hier stehen zwei 907er, by the way. Sind bei dir. KBZ, du musst noch hoch auf den Berg. Ja, ich komm, ich hab noch bis jetzt Cap Support geleistet. Der Cap ist kein Problem mehr. Hilfe? Wenn du so wenn findest, Clark, ich komm. Seine Schüsse macht. Verreck mal nicht, Finch. Finch ist ein netter. Finch kannst du wieder rausziehen, ne? Oder eine Person, die dich ersetzt, kannst du dir aussuchen. Ah, er macht's einfach. So einfach ist das. Er macht's einfach. Fahr zurück, 260. Lass dich doch nicht killen. Du bist... willst du mich verarschen oder was? Ich stehe hier schon die ganze Zeit alleine hier oben und du sagst dann, ich soll mich nicht killen lassen? Naja, du bist halt seitlich vor das andere rausgefahren, du hättest schon zurückfahren können. Wo ist denn dieser hässliche BZ eigentlich? Damit sie auch mehr zu mir kommen und ich dir Support geben kann. Aber wir cappen das einfach durch, oder? Ja, bleib einfach drin stehen. Oh, diese Bouncer. Meinst du? Ach, da kommt er ja, schon. Ja, da kommt er. Oh. Komm. Komm, das du nicht, als er so neben ankommt. Stell dich mal schön hinter mich und dann ist alles gut. IBZ. Ja, das macht er natürlich! Ja, du geile Sau, du. Der schafft das nicht mehr lebend, oder? Er wird schwierig. Ja, mehr. Doch, er schafft's! Sorry. Junge, Alter, die Gun vom Chieftain fuckt mich gerade richtig ab. Er ist Traum, oder? Ich wollte zu genau sein Scheiß eigentlich sehr genau. Nein, ist sie nicht. Die Chieftain Gun ist nicht so gut, der Kapitel hat die bessere. Also, dreimal seitlich an dem E5 geklingelt. Pfff. 852, stabil. Ich bin noch auf der Suche nach einem Panzer. Stan ist da. Ich spiel auch CS. KPZ. Oh. Maus sucht den Superpanzer. Ich spiel den jetzt, ja. Hol Stan ran. Und der ist noch nicht drin. Die dumme Sau soll rankommen. Max, warum spielst du eigentlich keine Maus? Ich dachte, das ist der beste Panzer der Welt. Warum spielst du eigentlich den Hurricane und nicht den CS-63? Ist das ein Flex? Weil er sich besonders fühlt, ja. Weil ich hier die Härtung drin habe. Weil ich hier die Härtung drin habe, dann kann ich mehr daneben schießen. Das ist auch gut. Also, wo ist die Geheimfuch? Ah, die könnte man eigentlich mal auspacken, hast recht. Was ist die Geheimfrucht? Mach ich denn keine Module in der Fuch? Och, glaube ich, oder? Ja, Fuch. Genau, ja. Einfach mal alle Fuch picken, ist mir auch lustig. Hier in der Kampf war gute Dienste geleistet. Alle FV. Das FV-Team wäre auch wild. Das sind so Panzer, die können gut funktionieren. In Maßen. In Massen, ja. Also hier funktioniert auch gut in Maßen. Ist ein Funplayer-Clan hier einer kommen würde, ey. Schon, ne? Wir schreiben alle jetzt mal den Clan-Shot rein, Stan plus 1. Stan, du Hund. Hab ich noch ein Bierchen? Ah, noch ein Lipzer. Prost, Leute. Prost. Da ist einer. Oh Gott, als ich Olden gehört habe, habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt gerade. Angst? Ja. Wieso, pokerst du sonst, oder was? Nee, aber wegen... Ich kenne da einen ganz speziellen Menschen aus All in 2.
Achso. Ne, ist doch nicht da, glaube ich. Habt ihr euch gern? Beste Lieben Freunde, glaube ich, oder? Wir lieben uns. Nur Kanone mag ich noch mehr. Ist der nicht auch bei All In? Also ich glaube, Angriff und Verteidigung wäre das lustiger, dieses Game hier. Ja. Dieses Jodeln zum Cap, das ist halt... Das versaut dir halt auch Strats mit anderen Panzern zu spielen. Also wenn du zu langsames Zeug nimmst, hast du ja schon verloren quasi. Das hat mich an Ansturm auch so angekotzt. Ja, wobei Ansturm den Cap rum orientiert hat. Ja gut, musste halt. Aber Mäuse haben da schon teilweise gut funktioniert. Und dass die Cap-Zeit auch so schnell ist, finde ich scheiße. Ich finde erstaunlich, dass man in Ansturm ist die Panzervielfalt schon deutlich höher als hier jetzt, oder? Ja, ja, das, ja, aber ich glaube eher durch die Skills geschuldet. Nee, auch das, weil du die Panzer auswählen kannst, wenn du die Karte siehst. Hier ist halt, hier musst du halt irgendwie immer... Ja, musst einen Allrounder picken. Immer ready sein. Und du hast halt hier diese Spezialfahrzeuge, die halt nochmal ein Tückchen besser sind. Die kannst du im Ansturm halt alle nicht nehmen. Imagine, du hättest das im Random. Dass du im Random aus all deinen Panzern wählen kannst. Aus der Tierstaffel. Ist so. Dann hast du aber auf Pokerovka 15 ELC 90. Ja. Geil. Das wäre ein wildes Match. Ich bin mir sicher, irgendjemand würde Arti nehmen. Die nur Arti haben. Es gibt immer Arti und es gibt immer die Jagd eher an der Red. Lass mal mit einem CS zumindest Mitte anfangen, damit ich sehe, was da kommt. Ja. Soll ich das machen? Ja, klar. Ich schere links. Zählt das hier eigentlich für die Elite-Stufe? Weiß ich gar nicht. Ja, tut es. Tja, ich lass dich stehen. Überall, wo du OP sammelst, zählt rein. Okay, ist schon mal einer. Nö, ich will nur wissen, wie viele hier sind. Okay, am Berg zieht das 87. Ach nee, du wurdest geschoben. Zwei. Uns an ihm, okay. So viel wurde ich jetzt auch nicht. Kann irgendwer hier reinhalten, wenn die runterjochen, die beiden? Man kennt es. Weiß aber nicht, ob das reicht, einer von euch. Wollen wir aber. Wird nicht wir müssen reichen. Drauf, oder? Wir müssen drauf. Ja, weil wir sollen auf jeden Fall weiterfahren. Ich fahre übrigens auch 50, ne? So ist nicht. Also ist nicht so, dass ich jetzt hier. Leute, langsam mal positionieren so. Können. Ah, das ist ein netter Strike. Oh, zurück. Wenn du das gerade einen Schuss kassiert hättest. Immer das zu 60 aus dem Cap und hilf Finch, die Mediums zu killen. Und hier haltet es einfach nur auf der Seite. CS hilfst du mit dem 9er. Ja, dann lasst hier stehen bleiben, wo wir gerade stehen, nicht weiter vorfahren. Einer der letzte oder so Maus, guck mal, ob hier was verpisst oder so aus. Ob wir nee, wir brauchen dich vorne, wir brauchen dich hier. Der ist hier unten. Oh wow. Wir müssen irgendwas forcen. Da, links. Links ist Two-Shot. Den müssen wir nehmen. Oh, einer klar. Wir müssen gleich mal drauf fahren, weil. Ja, die Safe Critical. Mach keinen Low Roll jetzt. Finch, Alter. Mhm. Ja, fahrt vor, komm, das andere noch. Schön. Muss auch mal Glück haben. Ist er gebounced an dir? Wen nehmen wir denn jetzt? Ich hab das auch einen. Das ist so 60. Also. 60, kill das so 60. Drauf, drüber da. Hab hier einen bringen, hier, komm vor. Lade nicht wieder zurück. Ich hab kaum Leben, Mann. Lass mich hier hinten stehen. Ja, was? Ja. Okay, sieht gut aus. Jetzt hab ich genauso wenig. Wahrscheinlich gleich noch weniger. 260 lebt noch, Mädels. Ich nehm den 260er. 60, Leute. Ja, macht schnell. Ich treffe sonst doof. Ich bin aber auch der größte Bot des Jahrhunderts und schieß auf die angeschrägte Unterwanne vom 907, ey. Ja, das bleibt mal so mal. Fucking 2K-Spieler. Na, der kann doch von oben auf mein Dach schießen. Schön gemacht, Jungs. Lass mich ihn rammen.
Critical Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, das weißt du doch. Das ging gar nicht, ey. Dafür hätte ich auch sterben müssen eigentlich. Dafür hätte ich auch sterben müssen. Baitet mich wie so ein Honk. Matek, vielen Dank für die 17 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Das mit dem 277 lief jetzt besser als mit allen anderen Panzern. Na dann hast du dein Antwort gefunden. Ja. Jetzt fühle ich mich bereit. Boah, null Damage hat der eine von denen gemacht. Ist wahrscheinlich nicht. Boah, ich erinnere mich an einige Kiezabende, wo ich danach noch WoT gestartet habe. Ich auch, also. Aber das war ein schwacher WoT-Abend. Wenn man noch die Kraft hat, um den Computer anzumachen, dann waren wir nicht dabei. Krank. Das sind meistens. Also, ich habe dann immer keine Geduld. Ich fahre irgendwo rein und realisiere nicht, wenn mich was umrundet oder wo die Leute stehen. Wenn du auf dem Kiez warst und du hast noch die Kraft, einen PC anzumachen, dann warst du nicht auf dem Kiez. Das ist, wenn du kannst froh sein, wenn du das Bett noch findest. War es zweimal dort feiern im Urlaub. Bauen wir wieder darauf, dass die ähnlich. Was machen wir eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, wieder hier Stadt so umrunden. Wir können auch Stadt fahren, mir egal, aber. Oh nein, jetzt steh ich scheiße. Lass mich vorbei, Maus. Ja, irgendjemand hat mich gerade angerammelt, sonst hätte ich hier den ersten schon geblowabt. Stehen wir alle in den Gleisen, was machen wir denn jetzt? Töten. Zieh die zweite Rail durch. Und 40 ist doch catchbar, oder ne? Ja, das 140 könnten wir vielleicht rausholen. Die. Die ballen sich dort sehr auf. Mach mal langsam. Aber der steht da. Lass alle zusammen rumfahren, damit das 140 nicht wegkommt. Naja, gut. Strike is ready. Das ist jetzt, wenn wir jetzt einfach mal striken und hier cappen und dann müssen sie rauskommen. Meinst du cappen ist ein Ding? Ich würde da nicht reinfahren in Close Combat gegen 60 TPs, warum denn? Oder, na gut, farm halt, keine Ahnung. Unsere aber auch. Ja, wir sind schon weit vorne, lass die einfach killen gehen. Na gut, die pushen euch. Bevor wir jetzt hier unseren Gun-Vorteil wieder 279? Chaos-Karl, hilfst du mir? Oh. Ich geb Chaos-Karl das meine mit, oder was? Ich hab mich gerade schon gefragt, welcher CS mich von hinten angeschossen hat. 279, One-Shot. Please. Ich fress die jetzt, ich bin dead. Hier, 260, 900 HP. Ich kann mir diesen ganzen Endmüll nicht sehen, wie die stehen, ey. Wenn du dich da dran wärst, die hat wieder AP gesaved. Wenn du dich da dran wärst, dann würdest du es sehen. Nein. Ist so. Ich bin Medium, muss hinten, ich muss lässt hinten bleiben. Die Mates immer vorfahren und alle anderen so verrecken. Scheiß Randys, ey. Scheiß Randys. Das habe ich auch nicht gehört, das ist aber geil. Das ist bei Monik die Inspiration hat, du Alter. Dreckiger Randy. Aber ich hab sie auch benutzt. Das ist eigentlich eine wilde Beleidigung. Im Random ist das. No Whisper, vielen Dank für die 444 Biddies. Dankeschön, vielen Dank. Fertig, gut, Dankeschön. Jungs, trinkt noch einen auf euch mit. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Gelab. Was ist denn jetzt eigentlich mit Stan? Der war doch online. Läuft's. Unsere Lieblingsmap. Bitte, guckst du mit da? Also man hat jetzt mal gemerkt, dass man in der Mitte stirbt. Deswegen hat er jetzt den anderen hingeschickt. Ja, gut, ich war ein bisschen gierig. Ich wollte wissen, wie viele kommen. Ja, ich habe halt geguckt, ne? Gut. Aber es hat sich für sie ja trotzdem nicht gelohnt am Ende des Tages, wirklich. Nee, das stimmt. Aber deren Heavys haben das auch nicht gut gemacht da oben. Die haben da nicht gut getradet. Das 907 ist weitergefahren. Das war sein Fehler. Wie sie sehen, sehen sie nichts.
Weil du 60 bist. Das ist ein CSO. Boah, ein S-Kong und ein E5 stehen da hinten noch gerade. Die müssen ja langsamer sein. Nee. Die dürfen sich nach unten drücken lassen. Die müssen hier ein bisschen Position einnehmen. Dieser Strike darf uns jetzt nicht hier. Nee, ich stelle mich jetzt hier oben neben dem Felsen zum Beispiel. Easy, alle gebounced. Pushen die? F-Kong ist getrackt. Moses ist gleich raus. Ah, gelappt. F-Kong pusht vor. E5 ist One-Shot. Oh mein Gott. Kann ich dem S-Kong eine geben? Gott! Ich mache ja auch nur Scheiße. Ich versuche dem S-Kong einen Insekt zu geben. Er dreht zu mir. Noch HP. Sieht eigentlich gut aus. Ganze Zeit, das war der erste Schuss, den er auf dich gemacht hat, oder? Dann lass dich doch nicht von dem fahren. Was machst du denn? Warte doch jetzt mal, wenn ihr HP habt, da einfach ran, Alter. What the fuck? Ein, zwei bleiben hinten, der Rest pusht einfach drauf. Ja. Gucken ja Level zu mir die ganze Zeit. Seid aber auch am Rumweinen. Boah, ich sehe nur runde Türme, ey. Ich habe einfach so 4000 gebounced. Ist so. Hart dominiert. Hart dominiert habe ich sie hier. Hart. 277 OP. Auch neues Video. 277 OP. Ist so. Ist schon in der Mache. Ich hatte das gerade nebenbei. 277, der neue Chieftain? Fragezeichen. Da irgendwo schief denn rein, die Leute gucken's. Bitte. Ich fahr diesmal aber gleich auf den Hill. Ja, ich denke, man muss auch über den Hill fahren, nicht hier vor. Das bringt nicht viel. Das war letztes Mal schon scheiße, dann standen die alle hier und die oben waren noch nicht da. Ein paar Double CS über den Hill zusammen mit 2 zu 60s, würde ich sagen. Und der Rest? Hier kannst du jetzt Demon schicken, innen lang. Was macht 87 und 277? Fahrt Richtung Crepe einfach. Schon bis hier ranziehen, ne? Die Kohle mindestens rein. Warum soll man hinten stehen bleiben? Das bringt ja nur was, wenn die uns pushen. Strike is ready. Können die 260s bitte overpushen auf die 907er drauf? Ups. Ich
907 schmeißt dich weg. Ich habe auch gefällt. Wieso bauen sich denn an den Dreckdingen da? Leute, die pushen unten. Also ihr müsst jetzt irgendwie helfen. Ja, die Mediums können jetzt... Lass mal erst den KPZ, wenn wir da rankommen. Schwierig. Ja, ich hab grad gemerkt. Das für ein Drecksgun, ey. Ja, du machst das. Ist so. Ich hab ihn under control. Der MT nur ab. Alter, willst du mich trollen heute oder was? Ich war gar nicht offen die ganze Zeit. Easy! Und ich baue ihn schon wieder. Papa hat's. Stan, Junge, was ist da los? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Ich hatte mit mehr Performance gerechnet. Das Beste oder nichts, haben sie uns versprochen. Ja. Haben gewonnen, oder? Sauber. Besser geht's doch nicht. Nee. Hast du privat auch einen Bandstand? Ja, klar. Ja. Waren die gut, die Gegner? Nein, ich fahre einen Benziner. Gut. Oh, aber wenn, dann wird sich der Gröfatz an den Eiern packen. Ich weiß nicht mehr, wovon er redet, also. Psst! Redest dich um Kopf und Kragen, Junge. Das ist eigentlich nicht mal ein guter Clan, ne? Gegen den wir da die ganze Zeit auf dieser Map. Klar sind die gut, siehst du doch. Für uns hat's gereicht. Ja. Geht auch nur darum, wer die dicksten Eier hat und nicht wie gut du bist. Also vom Gesamtniveau sind die, würde ich sagen, T17D. Die pushen ja, aber halt komm. Einfach gemeinsam und spielen als Team und nicht irgendwie alles verteilt und dann mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Genau, Maus, hörst du? Die was denn, nach, wenn du mir sagst, wenn du jetzt gesagt hättest, kommen alle auf 260, dann wäre ich mitgefahren. Ist doch klar, aber es hat keiner gesagt. Ich dachte, wir feuern jetzt alle auf den E5. Ich dachte, wir verstehen uns blind. Die Zeiten sind vorbei, dafür bist du zu selten online. Ist so. Sorry, ist Sommer, Mann. Ja. Ist das eine kleine Kritik an der Stelle? Es ist ein kleiner Ruf hat nach Liebe. Hat sich für mich nach einem gebrochenen Herz ja, es ist, eher, ja genau, es ist ein Ruf nach Liebe. Kritik würde anders aussehen. Halter, vielen Dank für die 31 Monate. Dankeschön, vielen Dank. So, Grillfahrt, jetzt machen wir unpenetrierbare Technik. Weiter 60 ist hier runter. IS-7 fährt hier irgendwo ran. Ein Heavy hier. Ein CS auch und runter. Was macht der andere CS? Mal erstmal bitte hier gucken. Usinger, vielen Dank für die 22 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Fettes Dankeschön. Von innen aus dem Bachbett so, daran. Du zählst dich selber als anderen CS, okay. Ich weiß nicht, ob man den hier braucht, aber. Gut. Moritz, hat er nicht IS-7 gesagt? Ich hab das Gefühl, die spielen komplett K-Linie. Soll ich dafür auch bereit, dass sie komplett K-Linie spielen? Ich bin ja noch nicht. Ich hab was gefunden. AFK? Nee, der fährt. Der Marine AFK. Da, die HPZs wollen gefarmt werden, aber sowas von. Ich weiß nicht, Stan und Lord, ob Finch, ob wir das. Wollen wir das eingehen? Nein, könnt ihr nicht eingehen, oder? Oh, der ist auf K. Killtest du 60? Wieso? Lass dir doch den Scheiß auf Kala erstmal. Wir in der Mitte pushen, bitte. Oh, warte mal, jetzt können wir echt den CS angehen. Kriegen wir den getrackt? Draußen ist noch einer, Alter. Was ist da denn? Oben. Hier mit T anpingen, einfach mit T anpingen, den Bree.
Oh. Ich würde sagen, wir pushen die einfach. Ey, jede Runde kriege ich von irgendeinem Russen Heavy einen Full Drive Shot, ey. Dabei schieße ich gar nicht auf dich. Das ist durch, das. Jetzt sind sie im Kreuzfeuer. TS als erstes. KPZ danach. Oh, ich. Oh, KPZ machst du? Sie wollen mich schlachten, helft mir! Wir kommen nicht ran, aber ich track ihn nochmal. Ich hab verschossen. Oh Gott, helft mir doch, ihr Miesen! Ihr Schwein habt mich einfach schon wieder verrecken lassen. Ich hab ihn geschielt. Ja komm, du hast die ganze Zeit da hinten rumgestanden, nichts gemacht und jetzt willst du auf einmal sagen, jo, du hast geschielt? Wieder verraten und verkauft. Minutos, vielen Dank für die 88 Monate. Dankeschön, vielen Dank für das Dankeschön. Jo, weggehebelt bei. Vielen Dank. Ich danke dir. Mega Dankeschön. Moin Bratwurst, hallo Lucky, Grüße. Was hat sich deren CS eigentlich gedacht? Das war ja auch ein wilder Move. Ach, ihr wart noch nicht gespottet? Achso, okay, alles klar. Wer stirbt, ist Noob. Was soll das denn heißen? Ich hab die wichtigen Infos gebracht. Oh, ich will noch ein, zwei Runden machen und euch auf. Was ist los, Asum? Entkräftet. Ja. Der Modus ist, naja, geht so. Wir können auch 7er Ansturm Light spielen oder sowas, aber ich habe keinen Bock mehr auf das hier. Auf deine Empfehlung habe ich mir diesen Scheiß heute Morgen mal gegeben. Wir wären doch ein 7er Team, da kann gar nichts mehr schief gehen. Ja, bei Ansturm Light gibt es keine Ressourcen. Glaubst du, uns macht das Spaß hier? Es geht einfach und allein um die Booster. Das ist ein Arbeitseinsatz. Ich habe halt eigentlich genug Credits. Wenn das Spaß machen würde, würde man das freiwillig fahren und jeden Tag. Die 100 Millionen halten sich nicht von selbst. Maus, was sagt dein Konto? Knapp unter 30. Oh, da geht aber noch was. Ja, aber ich kaufe auch noch regelmäßig zu. Die Garage. Noch nicht alle Zähne in der Garage? Was? Noch nicht alle Zähne in der Garage? Doch, die schon. Ich rede oder kaufst du deine Nummernpanzer mit Credits? Ja. Kauft auch alle Siemer und so. Ich kaufe alle Panzer. Critical, du fährst so in Cap. Ich fahre hier hin. Rest fährt rüber. Ich fahre ja mal Mitte lang, ob ich es sehe oder so. Gucken. Nein. Wo? Ich sehe keinen Ping. Sehe ich nicht. Ich finde, sie sollten für. Meinst du das grüne Ding da oder was? Das ist grüne ein Ding da. Ich finde, sie sollten Ansturm auch Clan-Ressourcen, wenn man 7er Ansturm fährt, Clan-Ressourcen verdienen. Dann würden ich auch finde, man sollte Clan-Ressourcen bekommen, wenn man mit Clan-Mitgliedern zusammenfährt, Ende. Ist doch der ganze Sinn von dem Thema, oder? Oh mein Gott. Oh, das war ein richtig schöner Stunt, Alter. Das war richtig Alter, lecker. Und ich habe zwei Schüsse dadurch bin ich ausgewichen. Das war ja krank. Okay. Macht der hier? Der sucht Stress. Wir müssen wir müssen Critical helfen, oder wahrscheinlich? Ja, die kommen mir von einer Seite, ich muss mir eine Seite aussuchen. Muss hier. 277, zieh mal darüber und hilf mal hier, Finch. Dass wir jetzt hier nicht das ganze Ding verlieren. Jetzt stehe ich nicht mehr in deren Strike. Critical, wir können da nicht tief, ne? Ich bin auch. Nee, das ist, jetzt können wir doch, komm, wir fahren um ihn rum. Ja, wir fahren um ihn rum. Push mal bitte, ich gehe mich an hier. Okay, gut. Kriegt ihr die zwei da hinten weg oder? Track mal den 60er. Er will mich. Wo ist der? Ihr macht das schon. Wir machen unser das. Bait ist gestorben. Ich armorack jetzt den 60er.
Boah. Brauchst du nicht mehr. Komm schnell in E5. Los, 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 los. Danach ist sie. Hinter uns ist noch einer. Ja, der CS lebt ja immer noch. Finch, was ist da los? Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Ja. Er hat nach rechts gelenkt. Schieb ihn raus! Ihr Malek, was ist da los? Schieb ihn! Oh Gott, ich muss doch... Nein! Danke! Maus ist gestorben, oh mein Gott! Ja, was war das denn? Du solltest ihn da nicht ihn wegrahmen, nur schieben. Leicht, behutsam rausschieben. Jetzt wurde ich von Skill-Issue gekillt. Ja, du hast seinen Turm genau in seine Richtung gedreht. Ja. Und auch noch die Wanne so, dass ich... Ich glaube eher, dass Mausschuss dadurch daneben ging, oder? Oh mein Gott, jeder hat über 2k gemacht. Fast jeder. Das ist ja jeder. Voll ausgegangen. Damage wurde aufs Team aufgeteilt.